Willkommen zurück zu DynastyOS 8 Extreme Legends. Oh mein Gott, Freunde, Schreckliches hat sich im letzten Part ereignet. Zhongyue hat Jin verraten. Er fühlt sich als der Auserwählte und möchte selbst über das Land herrschen. Es ist leid, nur der Berater von Dang Ai, dem Verwalter der Provinz Chengdu, zu sein. Und deswegen möchte er sein eigenes Ding durchziehen. Gemeinsam mit Jiang Wei, der immer noch Shu wieder aufbauen möchte, hat er sich jetzt zusammengetan und kämpft jetzt gegen Jin. Eine ernstzunehmende Bedrohung sind sie zusammen auf jeden Fall. Und deswegen müssen wir dagegen was unternehmen. Bei Ba Shu, da schickt Sima Zhao jetzt die Truppen hin, um gegen Jiang Wei und Zhongyue zu kämpfen. Wie das aussieht, werden wir jetzt erfahren. Die Befriedung von Ba Shu. Sima Zhao versucht mit Zhongyues Fraktion bei Ba Shu zu verhandeln. Retten Sie Ihre isolierten Verbündeten und besiegen Sie Jiang Wei und Zhonghui. Ist auch wieder eine spezielle Bedingung zu erfüllen, nicht? Wenn Sie alle Offiziere zur Kapitulation bringen, wird der Abschnitt die Schlacht von Changyong freigeschaltet. Ist die nächste Schlacht. Gut, machen wir das doch mal. Chaos Mode, natürlich. Wenn Yang und Dang Ai gelang es, der Gefahr in Chengdu zu entfliehen. Doch die Gefahr, die sie schon einmal bedroht hatte, war noch nicht gebannt. Zhongyue wollte nicht nur das Land beherrschen, Jiang Wei plant zudem, das Shu-Reich wiederherzustellen. Obwohl sie unterschiedliche Ziele hatten, wollten beide ihre derzeitige Lage verändern. Um diese Ziele zu erreichen, mussten sie gemeinsam Wei bekämpfen. Dang Ai eilte an Sima Zhaos Seite, um ihn von der drohenden Lage zu berichten. Als Sima Zhao von der Situation erfuhr, mobilisierte er sofort seine Armee, um sie nach Ba Shu marschieren zu lassen. Die Region war zu dieser Zeit sehr instabil und die Kommandanten nervös. Sie mussten sich entscheiden, ob sie Wei dienen oder sich Zhongyue anschließen wollen. Sima Zhao, Jia Shong und Wang Yuanji eilten zu den unentschlossenen Truppen von Ba Shu. Würde die Weisheit und Führungsstärke der Jin-Dynastie ihre Truppen in eine strahlende Zukunft führen? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, Jia Shong wird sein Bestes geben. Minenfeld klingen. Okay, gefällt mir. Hier haben wir Mensch, ich nehme auch immer lieber Erde. Treffsicherheit, weil er natürlich viele Wurfäxte hat. Viele Äxte heißt auch viele Chancen auf kritische Treffer. Triumphgeheulen, Angriffsplus, passt. Kannst jetzt chillen, weil ich da bin. Wollen wir auch hoffen. Jiashong, zeig dein Bestes. Verhindert das Überlaufen der unentschlossenen Truppen. Nicht, dass wir die auch noch gegen uns haben, weil dann können wir echt baden gehen. Dann ist wohl alles verloren. Deswegen müssen wir uns beeilen, Verbündeten schnell retten und die anderen vor den Überlaufen, ja, das Überlaufen halt verhindern. So, wir haben hier einmal Jiang Wei, noch viel Interessantes, glaubt Jiang Wei immer der Unteroffizier von Wei Yan, aber sonst kein Interessanter dabei, doch Jiang Yi und Liahua, das alte Haus. Oh mein Gott, da war schon mal Liu Bei immer dabei, der Ingenieur. Und der kümmert sich immer um diese Aberlästen und so. Ah, Guanji. Und zack, niedergeritten. Beug dich nieder, Guanji. Ah, die Waffe macht keinen Schaden, Mann. Ist ja nur die vierte Waffe. Liegt nicht an Jia Shong jetzt. Ah, komm, der muss immer ein bisschen risky sein. Ich bin risky. Darauf trinke ich gern Whisky. Muss ich jetzt mal mit Waffe Nachteil probieren. Weil ansonsten sehe ich keinen Ausweg. Nur diese Waffe macht halt viel Schaden. Oh, was heißt viel Schaden? Viel ist auch relativ. Der Schwierigkeitsgrad scheint jetzt unermesslich gestiegen zu sein, wenn er... Oh mein Gott. Sieht aber echt gerade ein bisschen scheiße aus. Aber komm jetzt hier. Wutausbruch und zack. Und Yi ist down. Und Jiang Bin auch. Seid doch ein bisschen risky sein. Und das läuft schon. Muhahaha. Hu Yuan ist gerettet. Wer das auch immer ist, habe ich noch nie gehört. Hu Yuan. Also irgend so ein Jin-Offizier. Wie gesagt, mit Jin-Offizier kenne ich mich nicht so aus. Oh, Zhang Yi. Der könnte gefährlich sein, aber egal. Hu Fan. Schon ist die Rettung da. Halte noch ein bisschen durch. Oder chill einfach, ich mach das schon. Und tschüss. Das läuft bislang sehr gut, obwohl es der Chaos-Mod ist.
Also wie ist er denn gelevelt? Ich glaube gar nicht mal so gut. Ja, 125, das geht schon. Ein dunkles Pferd, ja, ist ja auch so ein bisschen dunkel angehaucht hier, der gute Gier schon. Bisschen düsterer Geselle. Ist auch immer der, der alle hinrichtet. Simachau denkt immer so, oh, soll ich den wirklich töten, soll ich den wirklich töten? Und dann in dem Moment schmeißt Gier schon seine Axt und hat den Gefangenen umgebracht, ey, der kennt da nichts. Gnadenlos, eiskalt, das ist er. Jaua, da habe ich dich doch. Zack, niedergeritten, knie nieder, mein Freund. Und zack, friss. Ah, der macht Spaß zu spielen. Der ist schon cool, Gier schon. Oh mein Gott, nein, ich gebe nicht nach. Aber du gibst gleich auf, denn es ist vorbei. So, mal gucken, wer denn da jetzt noch übrig ist. Jiang Shu. Ein Verwandter von Jiang Wei jetzt mal. Ah, schmeiß mal die Axt. So. Das ist, glaube ich, sein neuer Ex-Angriff, ja. Oh yeah, komm schon. Ah, jetzt klappt das nicht, Mann. Damn it. Das hat so gut. Ah, nochmal Wutausbruch läuft. Wie geil ist das denn, Mann? Aber hat auch nicht so richtig geklappt, ne? Egal, wir kriegen den schon, wir kriegen den schon. Egal, wie lange er durchhält. Irgendwann haben wir ihn. Nämlich schon jetzt. Au revoir. Da bleibt nur einer. Ah, oh, John Wees Truppenrücken vor. Ich kann es nicht ändern, ich muss nur einen Verbündeten helfen hier. So leicht lasse ich den nicht links liegen. Nicht, dass der auch noch überläuft. Loyalität darf nicht sinken. Pikes you. Du wirst nie überlaufen, ne? Ne, komm, wir schaukeln das jetzt hier gemeinsam. Werden diese blöden Verräter in Grund und Boden stampfen. Jufu. Na gut, müssen wir mal kurz die Waffen wechseln. Wobei, dass er eben auch nicht so von Erfolg gekrönt war. Vielleicht sollte ihr einfach bei den Wurfechsen bleiben, weil die eben halt schon Schaden machen eigentlich. Ah, ich versuch's jetzt mal einfach hier, weil ich, wenn ich den Wutausbruch hinkriege, dann war es das auch. Wenn. Also mit dieser Waffe zu treffen, ist nicht einfach. Nein. Aber egal, haben wir. Haben wir. Alle gerettet. Nice. Besser kann es gar nicht laufen. Schön. Bloß wohin sollten wir jetzt? Ich gehe mal in Richtung Zentrum. Einige Offiziere zweifeln nicht an Zhonghui jetzt. Nee, nix da hier. Messenger, Boten und so aussehen. Das finde ich jetzt aber gar nicht toll. Fuquian fast tot. Scheiße, wo sollen wir jetzt mit... Ah, nein. Den da unten müssen wir aufhalten. Nicht, dass... Ja, da wird irgendwer wird überlaufen, das weiß ich. Aber den da unten, den habe ich gerade gerettet. Ich habe keinen Bock, dass der jetzt überläuft. Nee, den halte ich auf, den halte ich aber sowas mal auf. My Lord. So, da bist du doch. Attentäter, alles klar, Attentäter. So, der ist schon mal Geschichte. Der da oben wird überlaufen, aber ich möchte zwei auf unsere Seite behalten. Wobei, ich glaube, die sind beide noch nicht durch das Tor durch, ne? Nö. Gut, dann werde ich jetzt hier campen und beide Attentäter frühzeitig besiegen. Sind wir schon mal den ersten? Wo ist der zweite Drecksattentäter? Wo ist der zweite Drecksattentäter? Müssen beide hier sein. Ah, da ist er. Was machen wir mit ihm? Was machen wir mit ihm? Komm schon. Nein, jetzt will er fliehen. Nö, so leicht lasse ich dich hier nicht durch, mein Freund. Ja, komm. Machen wir so. Da kenne ich nichts mehr. Langsam kenne ich da nichts mehr. Nicht, dass er jetzt schon geflohen ist. Nee, die müssen noch immer hier irgendwo stehen. Ah, der flieht. Ich kann es nicht ändern. Irgendwie ist es gerade verbuggt. Ich kann ihn nicht treffen und so. Ihr seht's ja. Ich kann ihn nicht treffen. Ah, doch jetzt. Wo ist der andere Spinner? Hier irgendwo. Schaffen wir wohl doch noch. Aber sehr, sehr knapp. Puh, war das schwer. So, jetzt können wir immerhin schon mal die zum Überlaufen bringen da oben. Das ist doch sehr nice. Dann gehen wir da auch mal direkt hin.
Müssen wir jetzt nur mit denen quatschen oder müssen wir die jetzt auch erstmal bekämpfen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr. Kämpft der? Tatsächlich. Oder muss ich mal ciao mit dem reden? Besiegen sie. 1, 2, besiegen steht da. Dann werde ich dich jetzt vernichten, mein Freund. Wenn du es nicht anders willst, wenn du es nicht anders begreifst. Ich glaube, die muss man nur zur Hälfte schwächen oder so und dann überläuft er. Oder auch nicht. Was ein Scheiß, Mann. Dann bringe ich dich jetzt um, wenn du es nicht anders begreifen willst. Selbst schuld. Selbst schuld. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr mit uns kommen. Jetzt bin ich schon umgebracht, Mann. Oder ist er jetzt trotzdem da? Nö. Oh doch, jetzt ist er wieder aufgetaucht. Na, weil dann muss man die erst alle besiegen. Ah, das ist natürlich ein bisschen tricky. Macht aber nichts. Das macht nun wirklich nichts. Dann machen wir den da oben noch gerade kalt und dann, wenn wir das Zentrum hier aufgeräumt haben, dann gehen wir erst wieder zurück zum Hauptler, oder? Weiß ich nicht. Ne, wir müssen ja die zum Überlaufen bringen, bevor Zhongli kommt, weil sonst geht es glaube ich nicht mehr. Deswegen, schnell, 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 schnell. Steht da ja auch. Ja, genau, machen wir das. Shizuan, ey, bist du schizophren? Komm schon, komm schon, komm schon. Den will ich auch noch. Den will ich auch noch. Yes! Der letzte Part war er noch gegen uns, aber jetzt ist er wieder auf der Seite der Jin-Truppen. Schön. Jetzt versuche ich mal ganz fix zurückzukehren ins Hauptlager. Ah, nee, Zhongli's Haupteinheit ist was hier. Ich versuche trotzdem. Versuch macht klug. Bis dahin müssen wir fertig sein. Ja, wenn Yuanji nicht nur jeden machen, nur jetzt auch schon im Hauptlager sein können. Deine Moves sind nicht schlecht. Deine Moves sind richtig schlecht. Warum fühlt es sich jetzt so cool? The Liu Qin. I don't understand a single shit. Komm schon, ein bisschen noch. Halte doch ein bisschen durch. Was heißt, halte noch ein bisschen durch? Wir müssen uns nur einfach beeilen. Zhonghui darf nicht kommen. Ja, und ich halte mich jetzt hier am Fass auf. Super. Kann ja auch nicht so. Dieses Fass habe ich sehr wohl erfasst. Ah, nee, der ist da oben. Goddammit. Muss ich die Treppen hochgehen? Ah, ist natürlich noch länger der Weg hier. Dieser Weg. Jetzt kann leicht sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ja, hier, Juan. Schaffen wir es? Ja, wir schaffen es mit Musuzon, deswegen werde ich ihn jetzt benutzen. Nein! Das könnte es gewesen sein. Shizuan hat dem besiegt. Nice. Ja! Wir haben es geschafft. Jetzt extra Musuzon benutzen, damit wir den schneller down kriegen. Bevor Zhongli kommt. Wenn er jetzt kommt, sind alle von seinen Truppen schon übergelaufen. Perfekt, das ist auch übrigens die spezielle Bedingung. Alle Verbündeten zu retten und alle hier einzusnacken. Die halt auf seine Seite zu ziehen. Gut. Haben wir das ja. Dann können wir ja wirklich jetzt auf Jiang Wei vorrücken. Aber ich möchte mich noch um den Blödmann da oben kümmern. Steht das so abgelegen. Oder wollen wir erst hier im Zentrum aushelfen? Wir helfen erst im Zentrum. Das ist ein Mehrsteil. Vielleicht brauchen die ja unsere Hilfe. Hier haben wir nicht mal Li Jian und Bao Su. Nimm das. Weil der Musu ein bisschen buggy ist, finde ich. Der trifft sehr selten. Ja, der ist einfach nur Müll. Sieht so episch aus, so mega stark sieht er aus, aber ist er nicht. Leider Gottes, aber ist ja auch kein Magier. Bisschen sieht er aus wie ein Magier, ne? Der Jia Shong. Ah, voll der Draufklopper, Mann. Sein Wurf-Echsen. Li Jian. Trotzdem macht er Spaß zu spielen, obwohl ich eigentlich, mehr auf die Magier stehe. Tja, läuft nicht so bei dir, ne? Nein, ich bin der Auserwählte, die wollen dich aber nicht. Bildest du dir nur ein, das hast du geträumt, dass du der Auserwählte bist. Du bist der auserwählte Lappenkopf der Nation. Das vielleicht, mehr aber auch nicht. Gut, Li Jian ist besiegt. Ah, jetzt kommt die schon automatisch hier hin. Da können wir uns ja auch fast gefasst, Mann. Massenfights! Außer Offiziere auf einmal! Genau das, was ich möchte. Ne, ich kämpfe hier lieber auf gerade Fläche. Treffen die Moves besser. Juan hat einen besiegt, wie geil. Ist ja einer von denen, die wir da eben zum Überlaufen gebracht haben.
Very nice. Oh, jetzt hast du mal getroffen. Dann macht dir nicht mal viel Schaden, wenn es trifft. Wie sieht es mit dem zweiten Musu aus? Hier schon. Zeig, was du kannst. Oh, viel, viel besser. Wie er da steht, ey. Wow, yo. Der hat schon mehr Style. Johnny, was geht, mein Freund? Was? Jiang Wei ist hier? Fuck! Vor Jiang Wei habe ich jetzt schon Schiss. Wir haben zu wenig Leben, Mann. Wir haben viel zu wenig Leben. Tschüss, hab noch einen Arzttermin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Also ich greife dich schon an, aber erst, wenn ich hier den Musuzon aufgeladen habe. Und das könnte noch ein bisschen dauern. Vor allem bei ihnen geht es nicht um der Pferdtechnik. Ich heile mich nicht mit den Wurfechsen. Nehme ich mal hier diese Schwerter rein. Selbst damit geht's nicht. Ernsthaft? Dann habe ich jetzt immer ein kleines Problemchen. Wenn meine Strategie hier nicht geht. Und sie geht wirklich nicht. Komm, Musuzorn, du bist gleich aufgeladen. Noch ein bisschen heilt er sich, glaube ich. Aber echt sehr, sehr wenig. So, Musuzorn ist da. Genau das, was ich wollte. Go for it! So, jetzt müssen wir echt alles geben. Oh, wie viele hier sind. Ne, ich muss jetzt hier schon den Musu machen. Der Musu vom Musuzorn. Wo ist Jiang Wei, der alte Schlawiner? Ja, toll, nicht einmal erwischt. Super. Nicht einmal getroffen. Wenigstens Dong Yue und so besiegt. Nö, ich krieg ihn nicht. Drei haben wir ausgestaltet, aber Jiang Wei steht da immer noch. Nichts verloren. Das ist natürlich richtig kacke. Der muss ich mir jetzt Jiang Wei stellen. Mit dem bisschen Leben, was ich noch habe. Und da sind noch vier andere Offiziere. Oder drei andere. Drei, ne, vier andere. Schon richtig gesehen. Nee, it's not time. It's time to make a change. You're still young. Take it easy. Irgendwie so. Ach komm, ey. Du schaffst es nicht, Mann, weil der Penner sich nicht heilen kann. Dieser Vollidiot. Jiashong. Bist du bekloppt im Kopf, oder warum? Was kannst du eigentlich außer verrecken? Nö, schaffe ich nicht. Sorry. Aber was bringt mir das ohne Musu? Zu gewagt. Ja, jetzt sind die getrennt, ne? Jetzt kann ich ganz schnell versuchen, die da oben auszuschalten. Dann sind es auch nur noch die Hälfte der Gegner. Jonghyun, den muss ich jetzt besiegen. Ganz, ganz schnell. Jetzt bin ich einen schon mal los. Oh, das wäre nice, Mann. Aber es wird nichts. Das wird nichts. Sehe ich doch jetzt schon. Boah, wie viele sind denn hier? Das ist so unfassbar. Komm, Jiang Wei selbst angreifen hier. Ah, nimm das, Mann. Alles oder nichts. Alles auf eine Karte jetzt hier. No risk, no fun. Und wer gewinnt? Ich gewinne. Natürlich ich. Ja, was da noch geschaukelt. Yes. Das war's mit Jiang Wei, Mann. Wir haben natürlich noch nicht gewonnen. Zhong Hui muss auch noch dran glauben. Shu ist schon mal vernichtet. Jetzt kommen nur die Verräter. Boah, wie viel ist denn hier los? Das ist Zhong Hui mit all seinen Truppen auch noch hier. Boah, jetzt wird's richtig schwer. Das ist auch wieder eine bockschwere Schlacht. Und Extreme Legends setzt man auch viel daran, hier Fights mit ganz, ganz vielen Offizieren einzubauen. So natürlich die erfahrenen Spieler richtig fordern. Tut's mich ja auch. Aber es ist schon sehr schwer, Mann. Holy shit. Habe ich wieder keinen Musu mehr. Sehr, sehr schlecht. Deswegen, tschüss. Ich habe noch einen Arzttermin. Also ich versuche jetzt wieder mal irgendwas zu finden, was uns wieder heilen könnte. Wir haben diese Schlacht schon mal, also diese Map schon mal gehabt. Und da war hier irgendwo im Hauptlager der Shu-Armee was zum Heilen. Genau, hier stand doch was. Genau, yes. Alles wieder voll. Damit lässt sich doch weiterspielen. Wie sieht's mit den Luftmuskeln von Jiashong aus? Schauen wir mal. Ich glaube, der war gar nicht so schlecht. Ja, der war ganz okay. Auch nicht bahnbrechend. Aber auch nicht schlecht. Ach, warum mache ich denn immer diesen Rotz? Ich muss wieder den zweiten Musu machen. Der ist doch kacke hier. So, zweiter Musu jetzt aber. Los geht's. Dann steht er da so. Und bam. Eiskalt. Cool. Ja, ein bisschen hier die Flügel und Stiefel mit.
Muss du zahlen? Ach, muss das sein? Nimm mir meine Zeit. Song Yao, den haben wir. Song Yun, oh, ist hier was los, ey. Verdammte Scheiße. Wenn wir wenigstens jetzt hier Offizier besiegen können oder Zhonghui selbst schon. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn, glaube ich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Egal, wir haben verdammt viele schon besiegt und ihn selber auch sehr gut geschwächt. Also jetzt soll es echt nicht mehr so schwierig sein, hier zu gewinnen. Bam! Reicht leider noch nicht ganz. Sack noch die Erfahrungspunkte ein. Gao Xiang haben wir auch noch. Ja, wir haben ihn. Boah, das war ganz schön hart. Die Schlacht. Ernsthaft. Nein, Sima Zhao, bitte nicht. Ich will ihn noch nicht nochmal sehen. Sein scheiß Face. Kann das nicht ertragen. Spaß beiseite. Gut. So viel dazu. Das war die Schlacht von Bashu. Sehr fordernd. Sehr interessant. Vor allen Dingen wird die ja noch schwieriger, wenn man es nicht schafft, die zum Überlaufen zu bringen. Da hat man die auch noch alle gegen sich. Holy shit. Zum Glück haben wir das geschafft. Gut, Freunde, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht gehört, würde ich gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit der Schlacht von Shangyong. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Schlacht von Shangyong. Genau die gleiche Map wie die zweite Schlacht hier. Von Jin Story von Extreme Legends 8. Nur diesmal noch kranker. Diesmal geht es mehr um die Belagerungswaffen, glaube ich. Ziemlich fies, aber wir werden es sehen. Das ist auch wieder mit Leo Schaden gewesen. Das war echt interessant. Da steckte echt was Nettes hinter. Eine nette Idee. Weil Liu Shan, den sollen wir jetzt als Köder einsetzen, damit Jiang Wei zu Jin überläuft, tatsächlich, ja. Gut, Freunde, Daumen hoch, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein!